Konnichiwa, meine kleinen lieben süßen Otomodachis und herzlich willkommen zu College Days. Das ist ein englisches Visual Novel und so wie man das sieht, ist es nicht gerade sehr professionell gemacht. Also die Charaktere sehen so aus, wie die jetzt aussehen. Und ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich wollte einfach irgendwas anderes machen als Otome Games. Weil ich habe eben versucht, irgendwas aufzunehmen. Das war A Kiss from Death. Was auch immer. Und nach 8 Minuten dachte ich mir so, nee, bitte. Jesus Christ, bitte verschon mich damit. So dachte ich mir, machen wir einfach mal das da. Und ich wollte eh noch eine Sache ansprechen. Ich spiele tatsächlich mit den Gedanken, den Kanal Kime Kuroda, wie sagt man das jetzt am besten, aufzuhören, zu deinstallieren, zu löschen, wie auch immer, ihr wisst, was ich damit meinen will. Weil die Otome Games sind einfach nicht das, was es früher einfach mal war. Es kostet mir einfach irgendwie Nerven, das zu lesen und ich muss gehen, das ist langweilig und ich denke mir so, bitte, mach das doch mal ein bisschen schneller. Und ja, ihr habt ja auch gemerkt, ich mache schon fast gar nichts mehr. Ich mache höchstens noch Übersetzen von Liedern sozusagen. Obwohl, das könnte ich ja noch machen. Ich meine, 30 Leuten circa gefällt es denen ja. Das ist ja auch nicht mal so schlecht, oder dass ich einen eigenen Kanal dafür aufmache. Auf jeden Fall spiele ich tatsächlich mit den Gedanken, Kime Kuroda, Otome, Game, Let's Play, Jahren, wie auch immer, da aufzugeben. Oder aufzuhören. Weil ich glaube, das bringt auch gar keinen Menschen mehr wirklich. Und ja, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen werde. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Meinung dazu schreiben. Habe ich kein Problem damit. Und fangen wir einfach mal an. Oh mein Gott. Es ist auf jeden Fall von Genetics. Oder Genetics, wie auch immer. Und anscheinend sind wir die mit der Brille. Passt ja eigentlich so im großen Ganzen. Chapter 1, A New Start. Willkommen zu College Days. Tippe irgendwo hin, um fortzufahren. Wir sollen unser Aussehen auswählen. Bla 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 bla. Und wenn wir fertig sind, sollen wir auf Confirm drücken. Oh mein Gott. Ach, so funktioniert's. Aha. Okay. Wir haben den Nerdy. Wir haben den Möchtegern Bad Boy mit der blauen Strähne. Wir haben eine emotionlose Kuh. Wir haben einen recht gut aussehenden Schlaumeier-Präsidententyp. Prinzessin auf der Erbse. Die hat kurze Haare, sonst hätte ich die genommen. Riesenbubi. Und irgendwie sieht sie voll bekifft aus. Tatsächlich nehme ich die mit dem Nerdy. Wie sollen wir dich nennen? Zumindest das finde ich jetzt ein bisschen interessanter als Otome Games. Das ist einfach ein Visual Novel. Ob das jetzt mit Romance zu tun hat, keine Ahnung. College bedeutet ja eigentlich theoretisch auch Romance, wenn man das so nimmt, ne? Hallo Kime. Du wachst auf und kraulst dich im Bett zusammen. Du bist aufgeregt und ein bisschen verängstigt. Heute fängt ein neues Kapitel in deinem Leben an. Heute bist du von deinem Elternhaus ausgezogen und startest dein College. Du weißt nicht, was die Zukunft dir vorbringt, aber du wirst es definitiv herausfinden. Jemand klopft an deiner Tür. Deine lebenslange beste Freundin oder bester Freund, was auch immer, wahrscheinlich eine beste Freundin, deine neue Mitbewohnerin Sophia tritt in den Raum ein. OMG. Kime, kannst du glauben, was heute für ein Tag ist? Hey Sophia, ich kann gar nicht glauben, wie schnell der Sommer vorbeigeflogen ist. Ich bin komplett fertig vorbereitet. Wollen wir jetzt schon losgehen?
Toads, was auch immer was bedeuten soll. Wir haben uns eine lange Fahrt vor uns, aber das Wetter sieht super aus. Und ich habe einen super spaßigen Persönlichkeitsquiz gefunden, damit wir auf dem Weg das machen können oder sowas. Anscheinend, cool. Es wird bestimmt Spaß machen. Komm, lass uns gehen. Ich möchte unser neues Zuhause erreichen, bevor die Sonne untergeht. Du sagst gut auf Wiedersehen zu deinen Eltern 1000 Mal und greifst deine Taschen und machst dich auf die Tür hinaus. Du und Sophia schlüpft in den Karren rein und beginnt die Fahrt nach der Stadt von Hartridge. Wir beide werden ein Zimmer teilen oder halt ein Dorm teilen. Also theoretisch halt ein Wohnheim, halt ein Zimmer teilen an der Genetics University. Und ich bin so aufgeregt, alle kennenzulernen, die in unseren Wohnheim leben. Wir werden super tolle, mega super neue Freunde finden. Yay! Cool. Ich auch. Ich hoffe, dass alle sehr nett sind. Glaub mir, das denken alle. Mach dir keine Sorgen. Du hast zumindest immer mich. So, bist du bereit für den Persönlichkeitsquiz? Sicher, warum nicht? Okay, erste Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Pizza, Eiscreme, Salat, Eiscreme. Ich wusste es. Zweite Frage. Was für eine Art junge Mädchen magst du? Der saubere Typ, der toughe Bad Boy oder der Emo und Dark Clean? Oh, interesting. Ich vermute mal, das macht Sinn. Dritte Frage. Wie würdest du deinen Freitagabend verbringen? Party, lernen, schlafen. So typisch. Die letzte Frage. Was ist dein größtes Ziel? Die Liebe finden, reich werden, berühmt werden. Dann ist die Liebe finden realistischer als die anderen beiden. Na komm. Okay, das ist definitiv interessant. Laut dem Quiz bist du perfekt für das College-Leben bereit, zugetroffen, wie auch immer. Wirklich? Ich hoffe es. Ich bin immer noch ein bisschen nervös. Es kann ja nicht schlimmer sein als die Highschool, richtig? Oh Gott, die lachen. Das muss ich jetzt nicht. Nein. Okay, nach ein paar Stunden bist du und Sophia. Ach so, nee, fuck, falsch. Nach ein paar Stunden könnt ihr die Stadt von Hartridge in der Ferne sehen. Jetzt ist es nur noch ein paar Meilen hinaus, bevor wir da sind. Wow, dieser Ort sieht ziemlich größer aus als unser Heimatdorf. Mhm. Ich kann kaum erwarten, die Malls abzuchecken. Sophia, du weißt, dass wir ziemlich beschäftigt werden zu lernen und unsere Hausaufgaben zu machen, richtig? Pff, mach denn bitte schon Hausaufgaben? Nein, Spaß. Ach, come on. Da wird noch ganz viel Zeit dafür sein. Und außerdem, wir sind hier auch, um Spaß zu haben. Plus, ich bin mir ziemlich sicher, dass da sehr hotte Boys am Campus sind. Wuhu! Sophia! Komm schon, Kime. Mach dich nicht so. Wir werden richtig die Sau rauslassen. Ja, richtig. Das ist aber alles so neu. Ich bin definitiv bereit auf die Veränderung des Lebens. Das ist der Geist. So, that's the spirit. Also, das ist halt. Das ist die richtige Motivation, wie auch immer. Ah, sieh mal, die Dingshäuser da sind schon vor uns. Wohnhäuser, wie auch immer. Die gucken uns die an und wir werden da in diesen komischen Häusern leben in den nächsten 4 Jahren. Hier sind wir. Home sweet home. Dieser Ort ist ziemlich groß. Wie viele Menschen denkst du, die hier leben?
Wer weiß. Aber ich bin mir sicher, wir werden ein paar neue Gesichter treffen. End of Chapter 1 wahrscheinlich. Chapter 2. Moving in. Also einziehen. Bis jetzt ist es eigentlich sehr realistisch. Bist du sicher, dass du nicht Hilfe mit deinen Koffern brauchst? Ich bin sicher, Sophia. Ha 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 ha. Ich werde dich dann im Raum sehen. Naja, okay. Pass auf dich auf, ja? Sophia macht sich auf den Weg zum Paarstuhl und ist schon weg, nachdem du deine letzten Sachen gepackt hast und die Tür vom Auto zumachst. Es ist ziemlich schon draußen dunkel. Ja, das war Deutsch. Es ist ziemlich dunkel draußen. Du realisierst nicht, wie leer und ruhig die Parkgarage geworden ist. Und du machst dich auf den Weg zurück. Oder du gehst schon auf den Weg. Schon dahin, ne? Plötzlich hörst du Fußschritte in der Nähe und jemand packt dich von hinten an. Hi. Alles fit, Chris? Hey, sorry, dass ich dich so erschreckt habe. Deine Freundin hat das verloren. Wir starren diesen Fremden in Ruhe an. Er hält irgendwie was irgendwie nach Sophias Smart Bracelet. Also ich glaube, so ein Hut aussieht. Also dieser französische Dingshut, was voll hässlich ist. danke. Dankeschön. Sie würde komplett ausrasten ohne mit diesem Ding da. Sorry, es ist aber schon langsam spät. Nee. Doch, doch, eigentlich schon. Ich bin Kime. Ja, ich verstehe dich. Ich habe die meiste Zeit auch in der Straße verbracht. Ich bin Chris. Schön, dich kennenzulernen. Peace, Bruder. Ich will jetzt nicht flirten. Was bringt mir das bitte? Nee, mal friendly. Das bringt mir jetzt nicht, wenn ich den plus eins. War es jetzt gut oder nicht? Danke, Chris. Es ist schön, dich kennenzulernen. Schön, dich auch kennenzulernen, hast du schon gesagt. Aber gut. Du und Chris seht euch für ein paar Sekunden die Augen an. Und seid voneinander verschlossen, wie auch immer. Naja, ich gehe dann besser nach oben und werde es noch auspacken. Man sieht sich. Vielleicht? Ja, man sieht sich. Ich gehe auch langsam nach oben und checke mit Sophia ein. Hey, da bist du ja. So, was denkst du über unsere neue Wohnung? Liebst du nicht auch einfach diesen Wohnzimmer? Es ist lieblich. Es fühlt sich schon wie zu Hause an. Hast du etwas auf dem Weg hier vermisst, Sophia? Wir geben ihr diesen komischen Hut da. Oh, du bist ein Lebensretter. Wo hast du es gefunden? Ich habe es nicht gefunden. Ein Typ namens Chris hat es unten in der Parkgarage gefunden. Chris. War ja hot. Ja. Warum nicht? Also, war nicht schlecht. Für den Greifstil nicht schlecht. Interessant. Wie auch immer, unser Gebäudeaufpasser, bla bla bla, wird hier rein, kam hier rein, als du nicht da warst. Wir haben diesen komischen Meeting am Morgen und so müssen wir jetzt schlafen gehen. Ich bin komplett K.O. Ich sehe dich dann morgen, Sophia. Gute Nacht, Hot Stuff. Mal gucken, wie lange wir es. 14 Minuten, wir machen bis 20 oder eine halbe Stunde. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir legen uns in unserem neuen Raum und sind immer noch ein bisschen schläfrig, aber immer noch hellwach. Was für ein anstrengender Tag. So viele Dinge haben sich heute in dein Leben verändert. Du wirst niemals... Achso, wir haben noch nie irgendwo anders gelebt als zu Hause.
Wir öffnen die App Chit Chat, wie auch immer, und wir haben 37 Followers. Wir passen die Events, was heute passiert ist, in einen neuen Post zusammen. Bevor du es wusstest, bist du schon eingenickt. Träumst von deinem neuen Leben, was dich erwartet. Bla bla bla. So. Friends und Joes? Nee, Foes. Oh nein. Okay. Es gibt Friends und es gibt Bitches. Sophia, bist du schon fertig? Wir sind schon 5 Minuten zu spät von diesem Meeting da. Wir müssen unbedingt runtergehen. Sophia kommt endlich aus dem Badezimmer. Sie hat mehr Make-up aufgetragen, was du niemals zuvor gesehen hast. Entspann dich. Es ist ja nicht falsch, sich fashion gut aussehend da einzutreffen. Und was denkst du? Wie sehe ich aus? Ich werde nicht mit der flirten. Seid ihr komplett beschiss? No! Seid ihr dumm? Siehst gut aus, wie immer. Sophia schaut mich für ein paar Momente an. Wir sollten wirklich jetzt zum Aufenthaltsraum gehen und die alle treffen. Wir machen uns auf den Weg und sehen ein paar Leute reden. Hallo, das Mädchen hat gerade angefangen. Sophia, wir haben dich schon getroffen und du müsstest dann Kim sein. Wir gucken uns um. Ja, das bin ich. Es ist schön, alle kennenzulernen hier. Naja, ich bin Alisa, wie auch immer, und ich bin der Dorm-Boss für unseren Flur, wie auch immer, was ein Abwisser ist, ist mir eigentlich auch egal. Mach dir keine Sorgen, ich mag es rumzuhängen und zu chillen mit anderen. Hahaha, lol. Ihr habt unendlich viel Zeit, um jeden hier einzeln kennenzulernen in diesem Semester. Aber warum stellen wir uns alle nicht erstmal vor? Peter, du kannst anfangen. Oh, der Nerd. Hallo, mein Name ist Peter und ich bin ein Lebens... Wie heißt denn das? Das ist ein Fach, aber ich habe keinen Plan. Das ist irgendwo Wissenschaft? Ist es Wissenschaft? Lebenssozialwissenschaften? Was auch immer. Und ich verbringe sehr viel Zeit, Questcraft zu spielen. Okay, super, danke Peter. Okay, was ist mit dir, Jakob? Den sieht man nicht. Mein Name ist Jakob. Ich bin nicht so wirklich mit diesen Dingen so vertraut. Ich habe immer noch kein Fach ausgewählt und irgendwie sowas ähnliches. Dann werde ich als nächstes gehen. Hallo alle zusammen. Ey, mein Name ist William oder Will. Ich bin was auch immer und bin eher der Partyboy. Ich bin beim Business, also bei Wirtschafts, Fach, Wahl, Dingsbums. Das ist auf jeden Fall so ein Fach. Und ich habe große, strahlende Pläne für die Zukunft. Danke, William. Was ist mit dir, Chandra? Hallo, also ich bin Chandra. Ich studiere Tiere und so ein Ding. Aber, ich bin wirklich nur hier, ein bisschen Party zu machen und ein bisschen wild zu werden. Wuhu! Alle fangen an zu lachen und es wird ein bisschen laut. Ich bin ziemlich der einfache Typ, aber ich hänge nicht mit Typen zusammen oder Leuten, die nicht nett sind oder keinen Respekt vor mir oder meinen Freunden hat. Hallo alle zusammen, ich bin Anna. Ich bin beim Kommunikationsfach, was auch immer, und genieße das Leben. Ich bin als Partytier, Punkt. Ich glaube, sie ist mega gut in der Schule und sie hasst es, wenn sie voll verkackt. Oh Gott, die langen Haare. Ich bin Isaac. Ich mache ganz viel Musik und male viele Dinge. Ich bin nicht der outgoing Typ,
aber ich liebe es, nah bei meinen Freunden zu sein. Hi, ich bin Lilly. Ich bin die beste Freundin von Anna und ich bin sehr enthusiastisch. Ich nehme das Leben nicht sehr ernst und versuche trotz allem Spaß zu haben. Mein Name ist Cory. Ich bin ein bisschen anders, aber ich bin vollkommen okay, wenn du mich erstmal kennenlernst. Mein Name ist Chris, der ist wirklich der Hübscheste. I'm down to earth guy. Ich glaube, der ist umweltfreundlich und so. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, alle kennenzulernen und freue mich schon, die Zeit mit euch zu verbringen in den nächsten paar Monaten. Super. Und als letztes, hallo Typen. Ja, ich bin Adam. Ich spiele in unserem Fußballteam hier. Ich mag es, rauszugehen und Leute zu treffen und so ein Shit. Ich bin definitiv der Partyboy. Alles klar, dankeschön euch allen. Wir haben jetzt schon eine ziemlich gute Zeit zusammen verbracht, aber wir müssen noch ein paar Regeln durchgehen. Für die nächsten 15 Minuten erklärt Alisa über die Regeln und die Führung des Lebens in diesem Dorm. Und bitte macht eure Duschen und Badezimmern halt sauber. Danke euch allen. Ich sehe euch irgendwie around. Also man sieht sich und ich wünsche euch viel Glück mit euren Klassen diesen Semester. Alle gehen und Sophia spricht uns an. Ganz viele neue Gesichter, ha? Was denkst du? Da sind wirklich sehr viele Menschen. Aber ich freue mich schon, alle besser kennenzulernen. Und so. Bei mir auch, aber jetzt ist dann der Zeit zu essen. Ich sterbe vor Hunger. Komm, lass uns erstmal brunchen gehen. Ach, genauso wie ich. Dann sollen wir uns die Campus-Cafeteria abchecken. Wir haben ziemlich viel Zeit. Lass uns erstmal zum Mall gehen und sehen, was für Essensstände sie haben. Wir wollen auch gerade dahin gehen. Wollt ihr uns begleiten? Sicher, das wäre ziemlich großartig, Lilly. So, wollen wir uns da beenden? 22. First Night Out. Ja, machen wir das im nächsten Part. Gucken, was dann passiert. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye, ciao, ciao, sayonara und sarabatumadachis. I love you und bye bye.